Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age. Wir sind immer noch auf Kleber. Und so wie ich das sehe, haben wir hier ein einigermaßen vernünftiges Setup für Kupfer. Nicht, dass bereits allzu viel Kupfer rausschaut, aber ich denke, wir können von hier aus das Ganze optimieren. Und etwas, was wir vielleicht auch Sorge tragen müssen, ist, dass wir hier hinten noch irgendeine Lösung haben, mit dem wir den Unrat beseitigen können, wenn wir auch hier für den Kohlenstoff voll gelaufen sind. Aber ich denke, heute wollen wir dann endlich mal zuschauen oder zusehen, dass wir ein ähnliches Setup für Eisen hinbekommen. Und ich nehme einfach mal hier das ganze Setup. Und wir werden das nach hier unten kopieren, aber das Ganze so rotieren, dass wir hier oben eigentlich genau mit unserer Farm noch im Gebiet drin sind, wo wir das anbauen können und die ganze Verarbeitung aber außerhalb, so dass wir den Platz, wo wir farmen können, auch optimal nutzen. Und ich muss auch immer wieder ein Auge hier auf die Karte haben, denn unsere Sporen breiten sich aus und was wir vermeiden wollen, ist, dass wir da in dieser Wolke Nester drin haben, denn die lieben die Sporen, die entwickeln sich mit den Sporen und dann haben wir eine ganze andere Menge Probleme, mit denen wir umgehen müssen. Und was wir hier beachten müssen, ist im Prinzip hier die gelbe oder die rote Fläche. Ja, wenn wir das hier so platzieren, dann können wir hier das Ganze anbauen. Ist hier recht im Wasser. Aber wir müssen das hinbekommen. Wir haben hier ein paar von den Chilenüssen. Die baue ich mal von Hand um, so dass ich hoffentlich ein paar Samen da rausbekomme. Die hier können wir auch anderweitig benutzen. Und wir müssen das hier erstmal aufbauen und dann müssen wir hier oben dann überall die Rezepte umstellen. Und ich denke, dann könnte es an der Zeit sein, dass ich dann den Strom da auch anschließe. Und sobald wir hier etwas in Fahrt gekommen sind, sobald wir hier dann mehr Samen rausbekommen, dann können wir auch hier wieder das Wasser mit dem entsprechenden Boden zudecken, sodass wir mehr Anbaufläche bekommen. Ich habe das Ganze zusammengebastelt. Was uns hier noch fehlt, sind ein paar Geschwindigkeitsmodule. Und das Setup hier ist etwas anders. Denn aus dem Gelee können wir nicht direkt Nährstoffe erzeugen,
sondern das können wir nur über Bioflux. Und Bioflux ist eine Kombination aus Gelee und dem Yumako-Brei. Darum bin ich mir hier nicht ganz sicher, wie nachhaltig wir das Ganze betreiben können. Denn ich habe so das Gefühl, wenn wir hier versuchen, das Ganze nur aus Unrat die Nährstoffe hinzubekommen, da werden uns wahrscheinlich die Nährstoffe ausgehen. Aber was wir vielleicht machen können, ist hier auf dieser Seite, wo wir den Unrat in Kohlenstoff umwandeln, dass wir den in statt hier den letzten Verarbeitungsschritt, dass wir den hier rausnehmen. Dann brauchen wir auch das nicht mehr. Und das nicht mehr. Und dann haben wir hier, wenn wir das einfach auch mit verwenden als Input für unsere Nährstoffproduktion da unten, dann könnte es vielleicht reichen, und da müssen wir sehen. Wir haben bereits etwas an Eisenerz hier mit dieser Produktion erreicht, aber hier auf dieser Seite haben wir genau einen Platz, wo wir momentan einen Baum wachsen lassen. Und ich kann hier noch ein paar mehr Samen reinpflanzen. Aber im Wesentlichen wenn ich die hier mal rausnehme, kann mir etwas Boden zusammenbauen. Und dann mit dem Rest vom Unrat, den packe ich hier mal manuell rein. Und wir sehen, wenn wir hier so ein durchschnittliches Band bekommen, da kommt fast nichts bis zur zweiten Biokammer durch. Aber ich hoffe, wenn wir dann hier eine etwas höhere Produktionsrate haben, dass wir da dann effektiv auch sehen, wie das Ganze funktioniert. Ah, und jetzt sehen wir, hier staut sich was zusammen. Und ich denke, das werden wir so nicht benötigen. Denn ich habe das Gefühl, wir müssen hier wirklich schauen, dass wir das Maximum an Unrat hier mit reinbekommen. Und für den Überschuss werde ich mir hier mal was anderes überlegen, um dann auch sicherzustellen, dass wir da die nötigen Nährstoffe mit in unser System bekommen. Hier mit dem Eisen-Setup machen wir gute Fortschritte. Und wir können immer wieder mal etwas Samen rausnehmen, um mehr Boden zu produzieren. Und
was ich hier gemacht habe, ist, hier am Ende haben wir für den Unrat nochmals eine Fabrik für Nährstoffe, das Ganze in einen Waggon gelegt und auch das Surplus an Nährstoffen, denn den Gelee, den stellen wir in doppelter Menge her zu dem Yukamo-Brei. Darum brauchen wir hier in etwa die doppelte Anzahl an Maschinen für die Eisenbakterien. Und da bleibt manchmal etwas übrig. Aber wenn die Nährstoffe hier drin zerfallen zu Unrat, dann werden die eigentlich auch wieder hier rausgepickt, so dass wir hier den Unrat optimal benutzen. Und dadurch stellen wir im Wesentlichen sicher, dass wir hier möglichst verschwendungsfrei laufen, funktionieren. Was wir noch machen können, ist hier, wenn wir hier sagen, wenn wir da mehr als, wie viel brauche ich für einmal 10? Wenn ich da weniger als 15 drin habe, dann leg mal was nach, weil so können wir auch sicherstellen, dass wir Unrat von dieser Seite hierhin reinknicken und das quasi so wie die bevorzugte Alternative ist. Und was wir jetzt machen können, ist hier etwas Gelee nehmen und dann rüber zum Kupfer laufen und uns da etwas Brei nehmen. Und dann können wir mal von Hand etwas Bioflux uns zusammenbasteln. Oh, geht nur in einem Labor. Falsches Rezept. Wir wollen das hier. Also wir geben das rein und das rein. Und dann brauchen wir noch etwas Nährstoffe. Und das stellt uns die nächste Forschung frei. Und das ist mit Bioflux und Eisenbakterien können wir die Bakterien vermehren. Dasselbe für mit Kupfer. Und das heißt, mit Bioflux sind wir in der Lage, quasi aus einem einzelnen Bakterienstamm da größere Mengen rauszuziehen. Unseren Bedarf dadurch zu decken. Aber wir werden hier einiges an
Material benötigen. Bis wir da durch sind. Und das ist dann die zweite Forschung. Die wir freigeschalten haben. Mit Bioflux können wir jetzt nämlich auch so die verschiedenen elementaren Teile herstellen, die wir für den biochemischen Prozess benötigen. Und das hier, dafür brauchen wir jetzt 100. Das heißt, wir müssen hier etwas Bioflux eingeben und dann brauchen wir auch noch etwas Gelee. Und dann sind wir in der Situation, wo wir im Wesentlichen die gesamte Forschung, die initiale Forschung hier auf Gleber abgeschlossen haben. Denn dann haben wir das Forschungspaket freigeschalten, das wir hier auf Gleber produzieren. Und da müssen wir dann schauen, wie bekommen wir das hin. Und da brauchen wir wieder etwas Nährstoffe. Und wir müssen 100 Bioflux herstellen. Mich interessiert vorderhand mal nicht, dass dieser Bioflux dann auch wieder zu Unrat wird. Denn ich möchte einfach mal da die Forschung durchbringen. Und das war's. Das heißt, jetzt hier schauen, hier haben wir das Fläschchen und das bekommen wir aus Bioflux und einem Fünfbeinei und wir können die Fünfbeineier züchten und das ist so ein bisschen eine tricky Situation. Denn die Fünfbeineier, die werden zu, die schlüpfen dann irgendwann, wenn wir die nicht verarbeiten. Und das ist etwas, was wir möglichst vermeiden wollen. Also wir sollten schauen, dass wir da nicht unnötig unverarbeitete Eier rumliegen haben. Gut, ich denke, was ich jetzt noch mache, ist hier drüben da den Farmboden fertig bauen, sodass wir eine möglichst große Fläche haben, wo wir ernten können und anpflanzen. Und dann werden wir nächstes Mal schauen müssen, wie wir das Ganze hier optimieren. Mit den nun freigeschalteten Forschungen können wir aus den Bakterienkulturen recht einfach mehr rausbekommen.
Und da brauchen wir vielleicht ein bisschen ein anderes Setup und fokussieren dann möglicherweise unsere bisherige Produktion auf die Produktion von Gelee und Brei, so dass wenn wir da mal, ja, vielleicht behalten wir ein Biolabor für die Bakterienkulturen, für den Fall, dass uns der ganze Prozess abstirbt. Aber dann können wir quasi in einem Loop da die Bakterienkulturen mit Bioflux vermehren. Und alles, was wir machen müssen, ist sicherzustellen, dass wir genügend Bioflux an den Start bekommen. Aber all das ein Thema für nächstes Mal. Für heute ist fertig. Bis dann. Tschüss.